mein Gott, Leute, in dem heutigen Video testen wir einige ultra krasse Brawl Stars Glitches aus, die aktuell im Spiel funktionieren. Seid auf jeden Fall gespannt, denn die könnt ihr alle aktuell nachmachen. Und mit diesem Glitch, den ich euch jetzt zeige, hat man die Möglichkeit, unendlich oft sein Gadget einzusetzen. Und das funktioniert wirklich. Und ihr seht, ich bin jetzt mit Frank hier in der Luft, Martin auch. Okay, nee, er schreibt gerade. Was? Nein, als ob der mich erkennt. Oh mein Gott, was geht? Ey, du bist mein Lieblings-YouTuber. Jetzt, wo ich leider keinen Creator-Code mehr im Brawl Stars habe, tragt doch gerne den Creator-Code von Lukas bei euch im Shop ein. Ihr wisst es, Leute, auf der Nita Ehrenbruder-Basis. Alle 7 Tage müsst ihr den Code neu eingeben. Ja, Leute, was geht? Und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Brawl Stars-Video hier auf meinem Kanal, Freunde. Ja, meine Leute, ich habe heute wieder ein richtig geiles Video für euch vorbereitet. Und zwar habe ich die aktuellsten, geilsten Glitches wieder rausgesucht und sie nachgemacht. Und ich stelle euch heute in diesem Video vor, wie ihr die Glitches auch selber ausprobieren könnt, um eure Freunde zu veräppeln oder eben im Spiel vielleicht den ein oder anderen Vorteil zu haben. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß, lasst gerne einen fetten Daumen nach oben da und falls ihr selber auch irgendwelche Glitches kennt, schreibt mir die gerne mal in die Kommentare oder schickt mir auch die Glitches gerne per Instagram. Folgt mir dort auch gerne, würde mich sehr freuen. Macht ihr auch gerne auf diesem Video mal wieder die 10.000 Daumen nach oben voll, würde mich sehr freuen. Und ich würde sagen, wir starten rein mit Glitch Nummer 1. So Leute, wir kommen zum nächsten Glitch. Und zwar habe ich jetzt gerade mit dabei einmal den Lev, was geht? Hi. Und den Martins, moin. Moin. Für diesen Glitch braucht ihr einmal folgende Map. Ihr könnt euch die hier einmal so angucken. Ihr seht sie auch gleich nochmal in-game, dann könnt ihr die genau nachbauen. Und ihr braucht den guten Stu mit dem zweiten Gadget. Und was ihr damit dann machen könnt, seht ihr jetzt. Und zwar seht ihr ganz kurz hier, wie ich die Map aufgebaut habe. Ihr wisst ja, mit dem Stu-Gadget, mit dem neuen Stu-Gadget, kann man mit der Ulti Mauern zerstören. Und mit diesem Glitch, den ich euch jetzt zeige, hat man die Möglichkeit, unendlich oft sein Gadget einzusetzen. Und das funktioniert wirklich. Man braucht halt dafür eine geeignete Map. Es ist natürlich hier das beste Beispiel in einer Testspiel-Lobby im Mapmaker. Aber das Ganze funktioniert auch in richtigen Runden, wenn es sich so anbietet. Denn dadurch kann man halt unendlich oft seine Ulti in Kombination mit dem Gadget verwenden. Ich zeige euch mal ganz kurz, wie das funktioniert. Und zwar lade ich jetzt erstmal meine Ulti auf. Und ich würde sagen, Martin aktiviert dann direkt mal den Teleporter. Okay. So, und zwar gehe ich jetzt hier durch und ihr seht, ich habe jetzt immer noch mein Gadget. Und das Ganze funktioniert jetzt nochmal. Und zwar aktiviert jetzt nochmal den Porter hier. So, zack. Und ihr seht, ich habe immer noch mein Gadget. Und das Ganze funktioniert natürlich auch noch mit den anderen Portern. Das heißt, Lev präsentiert das einmal auf der Seite hier. Und zack, ihr seht, Gadget ist immer noch aktiviert in der Theorie. Habe ich das Gadget jetzt schon, weiß ich nicht, ich glaube, dreimal eingesetzt. Das heißt, Martin präsentiert es nochmal, dass ich es jetzt auch ein viertes Mal einsetzen kann. So, zack. Und ihr seht, damit habt ihr halt unendlich oft einfach mal das Gadget von dem guten Stu. Könnt ihr einfach in-game austesten, eure Freunde ein bisschen veräppeln, warum ihr so oft das Gadget einsetzen könnt. Und wir kommen zum nächsten Glitch. Für den nächsten Glitch braucht ihr am besten ein paar mehrere Franks und einen Gale. Und der Gale muss das neue Gadget aktivieren. Und zwar aktiviert einfach mal das Gadget, Lev. Wir müssen jetzt mit Frank hier reingehen und in dem Moment, wo wir in der Luft sind, einmal kurz unser Gadget zünden und ihr seht, ich bin jetzt mit Frank hier in der Luft, Martin auch. Und ihr seht halt, wir in dem Sinne sind wir halt nicht in der Luft, aber auch doch. Aber auch aus Levs Sicht sind wir ja beide in der Luft. Also es ist quasi einfach nur so ein optischer Fehler, aber trotzdem ultra, ultra witzig. Und ja, wenn wir uns jetzt ein kleines bisschen bewegen, dann sind wir auch nicht mehr in der Luft. Das heißt, das Ganze ist nur so lange möglich, wie wir hier gerade in dem Fall uns nicht bewegen. Ich zeige euch das jetzt nochmal. Also ihr müsst halt genauso timen. Ja, genauso timen, dass ihr hier gerade in der Luft seid, dann das Gadget aktivieren und dann könnt ihr einfach mal easy in der Luft chillen und ja, so funktioniert der Glitch. Der letzte Glitch, da schauen wir uns erstmal ganz kurz an, wie der funktioniert. Und zwar heißt dieser Titel hier erstmal, Join einer zufälligen Lobby in Brawl Stars. Neuer, aktueller Glitch, der funktioniert, kein Clickbait. Wir schauen uns jetzt erstmal an, was der gute Kollege hier macht. So, und zwar kann man mit diesem Glitch in random Lobbys reinjoinen. Als allererstes muss man ein Team erstellen. Und man muss so lange ein Team erstellen, bis man am Ende eine Nummer hat. Also eine Nummer am Ende des Teams.
Teamcodes. Das macht er hier jetzt auch erstmal. So, jetzt hat er am Ende eine Nummer. Und jetzt muss man das Team verlassen, mit Code joinen und dann die letzte Nummer einmal anpassen. Und das Ganze soll man jetzt so oft machen, bis man irgendwie in eine Lobby reinjoint. Okay, bin ich jetzt mal gespannt, ob das funktioniert. Also wenn man damit wirklich random Lobbys joinen kann, dann muss ich sagen, ist das echt krass. Bin ich mal sehr gespannt, ob das funktioniert. LOL! Oh mein Gott, er ist einfach bei Amireza drin. LOL! Und das hat der Typ hier anscheinend komisches reingeschrieben. Okay, das testen wir mal aus. Da bin ich mal gespannt. Also an sich sollte das ja funktionieren. Okay, als allererstes müssen wir einen Teamcode erstellen. Oh, und wir haben direkt am Ende schon mal eine Zahl. Wir müssen uns merken, wir haben die 5. Jetzt gehen wir auf Verlassen. Mit Code beitreten. Und jetzt machen wir hier mal eine 1 rein. Okay, da gibt es niemanden. Eine 2. Da gibt es niemanden. Eine 3. Da gibt es niemanden. Eine 4. Leider nicht. Eine 6. Leider auch nicht. Eine 7. Leider auch nicht. Eine 8. Leider auch nicht. Und eine 9. Leider auch nicht. Okay, dann müssen wir nochmal einen neuen Teamcode machen. Okay, jetzt haben wir wieder eine Zahl. Jetzt gehen wir mal wieder auf Verlassen, mit Code beitreten und tauschen die Zahl wieder aus. 10 Jahre später. Was? Oh mein Gott, wir sind bei jemandem drin. Bei Aitus. Oh mein Gott, aber Aitus ist offline. Nein, Aitus, Bruder, nein. Oh mein Gott, ich muss es nochmal probieren. Wir müssen bei irgendjemandem reinkommen, der auch online ist. Weitere 10 Jahre später. Lol. Okay, wir sind wieder in einer Lobby. Lol, der ist sogar online. Was? Es ist ein Deutscher. Alle Accounts. Lol. Hier sind alle meine Accounts drin. Nein, das ist doch kein Deutscher, oder? Warte mal, er hat was geschrieben. Okay, nee, er schreibt gerade. Was? Nein, als ob der mich erkennt. Nein, das passiert gerade nicht wirklich. Oh mein Gott. Als ob wir einfach random in eine Zuschauerlobby gekommen sind. Digga, wie wahrscheinlich ist das denn? Was zur Hölle? Okay, er schreibt gerade LOL. Ich frag ihn mal gleich, ob er auf den Discord kommen will. Dann überraschen wir ihn vielleicht mal. Kann ich in der Nita-Discord kommen? LOL, er ist einfach sogar auf unserem Discord. Digga, wie wahrscheinlich ist das denn? Oh mein Gott, das ist ja der krasseste Glitch überhaupt. Ich bin einfach random mit einem Zuschauer zusammen in einer Lobby. Okay, er schreibt gerade Duo 3. Hallo? Bist du Rama Lama? Ja. Hä, was? Oh mein Gott, was geht? Was geht? LOL? Du bist mein Lieblings-YouTuber. Hä, was geht denn, WTF? Ich habe gerade einen Glitch ausgetestet und bin dann einfach in deine Lobby random reingekommen. LOL? Cool, kann ich in euer Club kommen? Ob du in unseren Club kommen kannst? Ja. Hast du noch einen anderen Account oder ist das dein Hauptaccount? Das ist mein erster Account. Ja, ist ein bisschen schwierig, aber ich kann dir eine Freundschaftsanfrage schicken, wenn du willst. Ja. Oh mein Gott. Okay, ich hab angenommen. LOL, WTF, Digga. Als ob, ey. Das ist ja so geil. Wenn wir jetzt gerade sowieso hier zusammen sind, sollen wir eine Runde Duo-Showdown zusammen spielen eben? Ja. Ah, ja, okay. Willst du Kevin spielen? Soll ich dann einen anderen Brawler spielen? Oder welchen Brawler möchtest du spielen? Ich will Kevin sein. Ich bin ein Ehrenmann. Okay, dann spielen wir jetzt die Ehrenkombo. Dann spiele ich der Nita und du spielst Kevin, okay? Ja. Ich Oh mein Gott. Ja, ich hoffe mal, dass wir jetzt gewinnen, weil wir spielen relativ hoch auch gerade. Oh nein, der geht auf dich, glaube ich. Ah, schade. Okay, aber immerhin sind wir Dritter geworden. Willst du denn noch jemanden grüßen? Ja, ich grüße Lukas. Du wolltest das. Okay, grüße auf jeden Fall an Lukas. Dann, ja, danke ich dir auf jeden Fall. Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ganz fette Grüße hier nochmal an dich. Wie heißt du eigentlich? Du heißt ja nicht Salz oder Rama Lama. Willst du deinen echten Namen sagen? Ja, kann ich sagen. Ich heiße echt Fabio. Okay, Grüße auf jeden Fall an dich, Fabio. Ist ja mega cool, dass ich einfach random in deine Lobby hier gekommen bin. Leute, lasst unbedingt einen fetten Daumen nach oben da. Und ja, wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Und ciao, ciao.